Hallo liebe Freunde der Naumburger Wein- und Sektmanufaktur, euer Stefan hier. Und wie ihr seht, ich bin heute wieder im Weinberg, denn es gibt neue Infos, was wir so für Arbeiten im Weinberg machen müssen, damit ihr, wie gewohnt, besten Wein genießen könnt. Ich habe mich hier mit der Greta verabredet, die ist dann also auch gleich mit da und die erklärt uns wieder, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht es quasi hier, das ist ja das, was wir euch schon mal erklärt haben mit Frost- und Fruchtrute. Und jetzt wird das Ganze angebunden und gebogen. Also erst gebogen, dann angebunden. Und wie das geht, warum wir das machen und welche Arten es vielleicht gibt, das erzählt euch gleich die Greta. Bis gleich. So, wie besprochen, Greta ist da. Das hat also schon mal geklappt. Und Greta, die Frage ist jetzt, also das, was wir beantworten möchten, was hat das jetzt mit den Routen, mit dem Anbinden, mit dem Biegen zu tun? Warum machen wir das und wie und womit machen wir das? Viele Fragen auf einmal, ich weiß. Leg los, wir sind gespannt. Na, also biegen müssen wir ja erstmal, weil wir wollen ja am Ende, vielleicht wisst ihr das noch vom Rebschnitt, wie die Triebe hier schön drinne standen im Drahtrahmen und da wollen wir ja auch wieder hin dieses Jahr. Wir haben jetzt hier unsere zwei Routen angeschnitten, die Fruchtrute und die Frostrute, die wir noch zur Sicherheit stehen lassen und die wollen wir biegen. Mhm. Und biegen tun wir mit der Beli, es gibt auch noch die Legatex, je nachdem, was jeder lieber hat, aber hier so eine Beli-Zange. Für was ist die da und genau, was macht die? Die sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr speziell aus. Nicht wie eine normale Zange, die man vielleicht im heimischen Werkzeugkasten hat. Also hier hinten haben wir unser Drähtchen, was dann den Trieb festhält und einfach mal... Muss ich mal kurz anschauen hier? Du meinst diese Drahtrolle hier, ja? Genau. Okay. Dann machen wir mal eine Trockenübung. Also wir gehen dann rein, ja, machen die einmal zu und nochmal zu und dann schön abziehen. Und dann haben wir es hier dran. So. Richtig schön. Und dann muss nur noch die Rute dazwischen liegen und dann wird die schön festgehalten. Spannende Technik. So, und beim Biegen ist es ja so, es gibt verschiedene Arten auch zu biegen. Also wir sind jetzt hier im Riesling und im Riesling machen wir einen Flachbogen. Es gibt auch noch einen Halbbogen. Also das ist kein Draht, wo man drüber biegt. Ne? Das sind unsere, wo wir dann reinheften. Aber nur, dass ich es mal kurz verdeutliche. Wenn wir einen Halbbogen machen, dann würden wir den quasi einmal rumwickeln und hier unten hinlegen. Ja. Das Knacken, was ihr da gehört habt, das ist nicht schlimm. Das ist sogar gut. Das wollen wir, dass es so ein bisschen anknackt, weil dann werden die Leitbahnen, die wir drin haben, angeknackt. Da staut sich der Saft und wir kriegen hier hinten, wo sich dann der Saft staut, die schönen dicken Triebe, also nicht dick, die gut versorgten Triebe raus, die wir dann nächstes Jahr wieder anschneiden wollen. Okay. Und wir machen aber einen Flachbogen. Wir machen hier einen Flachbogen. Und das hat beim Riesling, ist natürlich ein bisschen auch eine schönere Qualität. Da gucken wir auch, dass wir wirklich Trauben haben, die gut versorgt sind. Und wenn wir Trauben haben wollen, die gut versorgt sind, dürfen es nicht so viele Trauben auf dem Stock sein. Und auch nicht eine zu enge Laubwand. Also die Triebe, wie die kommen, der Abstand ist ja fest anhand der Augen, die hier sind. Und wenn ich das jetzt, wie eben gezeigt, so hinlege, dann ist hier der Abstand, wie die Triebe rauskommen, ja kürzer. Dann ist es dichter. Und wenn wir es flach legen, dann ist der Abstand von den Trieben weiter, also luftiger. Und dann haben wir auch nicht so viele Probleme mit Krankheiten, Pilzen. Dann trocknet das Ganze immer schön ab und dann kriegt man auch schöne, gesunde Trauben. Okay, was würdest du Leuten zu Hause empfehlen? Beim Biegen? Ja, wenn ihr so ein kleiner Hobbywinzer zum Beispiel. So einen kleinen Hobbywinzer würde ich immer was Flaches empfehlen. Da braucht man keine Halbbögen. Das machen wir hier halt bei Rebsorten, wo wir auch sagen, klar, so, da brauchen wir ein bisschen mehr Menge, weil der einfach super gern getrunken wird, wie zum Beispiel der Müller oder so. Ja. Und der Riesling, da wissen wir, weniger Trauben, höheres Mostgewicht und einfach extraktreichere Weine. Hm? Und da brauchen wir eine besonders gute Qualität auch in Hinsicht vom Thema Sekt. Genau. Ne? Weil ein Sektgrundwein muss ja anders versorgt sein als jetzt, also nicht anders, aber der muss ja noch mal mehr auf die Versorgung der Traube geachtet werden. Wir haben ja eine zweite Gärung, also brauchen wir auch mehr Nährstoffe.
dann gerade für die Hefen. So, dann würde ich sagen, Greta, ich filme und du bindest. Ich glaube, das ist die beste Aufteilung. Wir haben ja beim Rebschnitt das auch schon mal erklärt, mit dem auf dem Zapfen stehen und mit dem auf dem alten Holz stehen. Also wir haben jetzt hier die zwei Routen, wegen dem Frost oder auch, falls mir jetzt mal einer abbricht. Aber zum Biegen suche ich mir jetzt den auf dem Zapfen, weil das ist fruchtbarer als das, was jetzt direkt aus dem alten Holz kommt. Deswegen, ich gucke mir den Stock an und nehme mir den. So, und dann müssen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Den legen wir hier rüber, weil wir biegen immer bergab. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, warum in diese Richtung, aber genau. Na, genau, bergab biegen wir einfach, weil die Rebe hat eine sogenannte Apikaldominanz. Also die treibt immer am höchsten Punkt am stärksten aus. Und wenn ich die jetzt so stehen lassen würde, dann würden die Augen hier oben am meisten austreiben. Und so ist es auch, wir sind jetzt hier noch nicht ganz so steil, das wird da oben ein bisschen mehr. Aber wenn ich das jetzt hier also hinlege, dann fördere ich das damit auch, dass die Augen, die hier vorne sind, zum einen durch dieses Anbrechen und auch dadurch, dass sie, wenn sie im Hang noch mehr sind, hier an dem Punkt noch besser austreiben als dann hier unten. Die Spitze der Route. Genau, und darum geht's. So, und da gucken wir jetzt, müssen wir hier... Nehme ich mit denen jetzt mal als Hilfe, kann man machen, weil dann ist das Ganze stabiler, dann bricht er nicht so schnell aus. Mit denen meinst du jetzt hier den Pflanzstab, ja? Genau. Okay. Das mache ich immer so, wie es gerade kommt, ne? Und dann lege ich die hier rum. Und auch hier machen wir das so, dass wir wickeln. Und wir wickeln hier auch wieder, um den Saft schön zu stauen und dann auf dem ganzen Bogen einen gleichmäßigen Wuchs zu haben. Und dann vor dem letzten Auge hier wird das Ganze einmal angebunden. Wichtig ist, dass wir darauf achten, dass wir mindestens diese Handbreit frei zum nächsten Stock haben, dass wir hier nicht die Triebe in den nächsten Stock wieder reinwachsen haben. Und das ist beim Flachbogen das ganze Hexenwerk. Und im Mai, wenn die Spätfröste rum sind, dann kappen wir das hier noch ab, dass wir hier einen Zapfen kriegen, wo wieder die neue Rute rauswachsen kann fürs nächste Jahr. Und dann sind wir fertig. Dann warten wir, dass es austreibt. Und das Ganze machen wir jetzt mit ein paar tausend Ruten per Hand. Natürlich. Gibt's dafür Technik? Für diese Arbeit ist das die Technik. Jawohl. So, das war jetzt das Anbinden und ja, Biegen von den klassischen Ruten, so wie wir das normalerweise hier zu 99% im Weinberg haben jedes Jahr. Jetzt hatten wir ja aber, einige wissen es sicherlich, die ganzen Frostgeschichten, wo ja auch die Rebstöcke teilweise stark bis sehr stark gelitten haben. Wie es der Zufall möchte, haben wir direkt neben dem, den wir jetzt gerade angebunden haben, hier noch einen besonderen Fall. Und damit ihr auch darüber Bescheid wisst, erklären wir euch das auch noch. Was das ist, warum das so ist, wie es ist und wie wir da vor allem vorgehen. Oder halt ihr zu Hause bei euch. Los geht's. Genau, die Besonderheit dieses Jahr ist nochmal das Frostaufbinden. Also das hat uns schon auch ganz schön viel Zeit gekostet, aber es geht ja darum, dass wir den ganzen Weinberg auch Stöcke stehen haben und nicht alles dann löchrig wird, sage ich jetzt mal. Und hier hat man schon gesehen, letztes Jahr, hier oben lebt er nicht mehr, da kommt nichts raus, man sieht die ganzen Knubbel hier, die sind trocken. Ja? Der Stamm lebt da oben nicht mehr. Ich denke mal, also das ist sehr oft, haben wir das jetzt gesehen, über den Winter, dass die Stämme teilweise bis hierhin abgefroren sind. Ihr erinnert euch ja, wir hatten letztes Jahr im Februar einen richtig starken Schneefall und der Schnee tatsächlich hat uns aber das, was im Schnee war, geschützt. Es war schön warm dort noch drinnen. Ne? Und da unten ist es auch wieder ausgetrieben. Also das heißt nicht, dass der ganze Stock kaputt ist, aber hier oben das Stück lebt nicht mehr.
Und da wir das schon gesehen haben letztes Jahr, haben wir dann die Triebe genommen und haben die auch hochgebunden, dass wir hier einen neuen Stamm aufbauen. Und das zeige ich euch jetzt auch noch mal. Ich mache immer erstmal hier den alten Stamm ein bisschen ab, dass wir mehr Platz haben. So, ne? Zack, kann man das auch schöner sehen. Der wird dann nächstes Jahr mit dem Rebschnitt kappen wir den auch ab, aber jetzt bleibt er erstmal stehen. Und den, der soll ja irgendwann genauso schön aussehen wie der, gerade schön hochgewachsen. Dann legen wir den uns hier auf die richtige Seite. Und dann haben wir hier diese schönen Gummis, mit denen man das eigentlich auch relativ schnell und zügig machen kann. Und dann machen wir hier, binden wir den dran, dass er stabil ist und gerade wächst. Und hier oben auch nochmal. So, den nochmal ein bisschen zur Seite drücken. Da seht ihr nichts. Gleich ist fertig, dann könnt ihr es angucken. So, dann steht er auch hier wieder stabil am Pflanzstab. Und dann können wir den auch nehmen und biegen. Genau, und dann geht es genauso weiter, wie wir es eben an dem anderen Stock schon gesehen haben. Wir nehmen den uns. Gucken auch hier, dass er schön auf der richtigen Seite steht. Und legen den dann vorsichtig rum. Und binden den an. Genau. Wow. Dann sieht er jetzt fast so aus wie der andere. Natürlich müssen wir den ein bisschen mehr peppeln jetzt als die anderen, dass wir dann auch gucken, dass vielleicht nicht ganz so viele Triebe im Laufe des Jahres drauf sind. Aber nächstes Jahr können wir dann anfangen, wieder so einen schönen Kopf zu bilden. So, ihr Lieben, ich hoffe, das war super interessant für euch und ihr habt was mitgenommen über das Thema Wein, Rebschnitt, was ihr vielleicht vorher noch gar nicht gewusst habt. Wenn ihr noch Fragen habt und sagt, hey, das habe ich nicht ganz, warum war das oder das, schreibt uns einfach entweder in die Kommentare hier bei YouTube oder per E-Mail an info@naumburger.com oder ruft auch von mir aus einfach an 03445 20 20 42. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Riesling vom letzten Jahr geschmeckt hat, dann habe ich den großen Tipp, entweder bei uns direkt im Laden hier im Naumburger Blütengrund, also bei uns in der Naumburger Wein- und Sektmanufaktur, ein Gläschen im Ausschank trinken am Wochenende oder ja, wenn er weiter wegkommt und sich die Anreise länger zieht als der eigentliche Genuss, dann bestellt doch einfach für zu Hause auf naumburger.com und ratzi fatzi ist der Wein für euch da. Bis zum nächsten Video und da will ich vielleicht schon mal so ein bisschen was anteasern, denn wir haben eventuell einen Weinberg vor kurzem gerodet und eventuell kommt da der ein oder andere Weinstock frisch in die Erde und wie das funktioniert, das zeige ich euch eventuell in einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Weitergeben und Weitersagen. Vielen Dank für eure eventuelle Bestellung und wenn ihr im Weingut seid, sagt ruhig mal Bescheid, dann können wir ein kleines Pläuschen halten. Ich sage auf Wiedersehen, wir wünschen Greta noch viel Spaß. Die hat nämlich noch ein paar Hektar vor sich, bevor der Austrieb stattfindet. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ciao, ciao.